Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einer weiteren Episode aus der GIMP 2.8 Tutorial-Reihe. Mein Name ist Michael. Gleich vorweg ein bisschen was. Ich habe den Kanal hier, MyGIMP Tutorial Channel, am 6.4.2014 gegründet und habe seither 203 Uploads gemacht und das wird mein 204. Und ich werde vielleicht ein bisschen Pause brauchen, weil ich habe mich seit der Zeit ständig und permanent um den Kanal gekümmert. Entschuldigung. Und ja, ich werde also auch GIMP 2.8 Tutorials nicht mehr allzu viele machen, ab und zu mal eins, wie gesagt. Und ich werde mich jetzt ein bisschen mehr der Fotografie zuwenden und dann immer so vielleicht so ein bis vielleicht maximal drei Tutorials in der Woche machen. Und zwar werde ich dann mit RAW-Files arbeiten, also mit einem RAW-Converter, beispielsweise mit Lightzone und dann mit GIMP 2.9, weil GIMP 2.9 ist ja praktisch schon, kann man fast sagen, ja, so GIMP 2.10 in etwa. Es ist zwar noch in der Entwicklung, aber es ist natürlich ein gänzlich anderes Programm als GIMP 2.8. Und wie gesagt, das wollte ich mal vorab sagen. Und ich wollte mich auch nochmal recht herzlich bei allen Abonnenten und Abonnentinnen hier bedanken, die mir seit langem sozusagen treu geblieben sind. Und auch für die Neuen hier, die hergekommen sind und mir ein Abo dagelassen haben. Bei denen bedanke ich mich auch. Ja, also wie gesagt, es wird ein bisschen weniger. Ich hoffe, ihr seht mir das nach und bleibt mir dennoch gewogen. Jetzt werde ich hier mal bei dem GIMP 2.8 einen Hipster-Effekt machen, also Hipsterize Your Photo. Und ich habe mit GIMP 2.9 das ja schon gemacht. Aber jetzt machen wir es halt mal mit GIMP 2.8 für die GIMP 2.8 Nutzer. So, ich habe hier diese Vorlage gerichtet, die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos. Okay, wir duplizieren die Ebene hier einmal, schalten die untere Ebene aus. Dann gehen wir auf Filter, GIMIC, suchen uns hier bei Colors, Color Balance und lassen uns hier die Farben erst einmal neutral einstellen. Dann gehen wir auf Farben, Werte und werden hier dementsprechend mal auf Auto drücken und uns das wieder so ein bisschen zurückholen, was zu hell geworden ist. Und bestätigen mit OK. So, nachdem wir das gemacht haben, müssen wir einen sogenannten Blumeneffekt erzeugen. Dazu duplizieren wir die Ebene hier einmal und stellen hier unseren Ebenenmodus auf Bildschirm. Danach rufen wir Filter, Weichzeichnen, Gaussischer Weichzeichner auf. Ich nehme hier einen Wert von 20. Ja, und bestätige mit OK. So. Jetzt, nachdem dieser Blumeneffekt erstellt ist, müssen wir zurückgehen nochmal auf Farben, Werte und müssen hier bei den Output Levels hier zurücknehmen und zwar auf der rechten Seite hier auf 130 und bestätigen mit OK. So, rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. So, jetzt werden wir erst einmal auf Filter gehen. GIMIC erneut aufrufen. Wir sind ja hier noch bei Colors und suchen uns hier erst einmal bei Color Grading. Wo sind wir hier? Blacks. Ja? Und hier nehmen wir den Schieber und ziehen den mal ganz nach rechts. Und ich würde vorschlagen, wir sind ja bei 50. Probieren wir mal den Wert 35 aus. Ist vielleicht noch ein bisschen viel schwarz drin. Wenn wir zurückgehen hier, dann sieht man sieht es hier. Noch so ein bisschen zurückgehen. Das ist Geschmackssache. Und ich würde sagen, so bei 20 ungefähr lasse ich das hier mal stehen und bestätige mit OK. So, wann das gemacht? Wenn das gemacht ist, duplizieren wir die Ebene hier einmal, rechte Maustaste auf das Bild, Farben, abbilden, auf Farbverlauf. Machen wir uns erst hier mal ein Schwarz-Weiß-Foto. So, jetzt stellen wir hier unseren Ebenenmodus auf Multiplizieren. Im nächsten Schritt müssen wir nochmal Filter GIMIC aufrufen und hier gehen wir bei Farben auf Zone System. Und hier haben wir auch so einen Blackpoint Schieber, den ziehen wir erst einmal ganz nach rechts und jetzt nehmen wir den wieder zurück, so weit zurück, wie es uns gefällt.
dass wir hier auch so noch ein bisschen schwarz hier mit abdunkeln, dass das einigermaßen was aussieht. Sagen wir mal so bei 20 auch in etwa. Und bestätigen mit okay. Ja. Wenn der Filter berechnet ist, rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. Im nächsten Schritt rufen wir nochmal Filter Gimmick auf und hier gehen wir auf Boost Chromaticity, also bei Colors Boost Chromaticity. Und hier können wir uns das raussuchen, LAB oder dieses YCBCR. Sieht beides gut aus, hat beides irgendwie was. Ich nehme mal hier diese Standardeinstellung und bestätige mal mit okay. Na, da kriegt es hier so ein bisschen so diesen Hippie-Effekt, ja, dieses Lila, was da so reinkommt, nicht? Okay, so, nun kommen wir langsam zum Ende. So schwer ist das gar nicht. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal eine neue Ebene erstellen, transparent, und werden uns hier eine Farbe suchen, und zwar die Farbe 0088 BA. Ja, das ist ein Blau. Und bestätigen mit OK. Das haben wir schon hier. Jetzt nehmen wir das Blau hier mit der linken Maustaste gedrückt, ziehen uns das in die soeben erstellte transparente Ebene hinein und lassen einfach los. Nun rufen wir Filter Gimmick erneut auf, machen hier mal zu, suchen uns hier Layers, gehen auf Blend Standard und hier bei den Eingabe-Ausgabe-Ebenen gehen wir auf aktive und darunterliegende und bei dem Modus hier. Beim Ebenenmodus gehen wir auf Exclusion und hier werde ich einen Wert nehmen von 0,35. Ja? Und bestätige mit OK. So, nun sind wir fertig. Ja? Original, hipsterize your photo. Ja? Finde ich, ist ein cooler Effekt. Und ja, ihr werdet hier jetzt gleich oben rechts eine Infokarte sehen. Da geht es zu dem Hipster-Effekt, den ich mit GIMP 2.9 gemacht habe. Da könnt ihr euch mal das anschauen und den Unterschied sehen. Und ja, herzlichen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, baut's nach, macht's besser als ich. Habt Freude dabei, ja. Und wir sehen uns wieder. Bis bald. Herzlichen Dank fürs Schauen. Euer Michael.